So, hier ist der Krustenbraten. Da ist es geschnittene Gemüse, Zwiebeln, Sellerie. Geschälte, nicht geschnitten. Ja, geschälte, sorry. Knoblauch. Eine Pastinake oder... Pastinake, ja. Ja, genau. So, das wird dann gleich klein geschnitten. Feuer machen mit dem Braten schön. Da schneiden wir ein bisschen die Kruste ein. Heißt ja auch Krustenbraten. Geht's mit dem Messer? Weil ansonsten glaube ich nicht, nein. Das Geriffelte hier empfohlen. Geht auch nicht. Gut. Doch, ja. Geriffelt, das muss man ein bisschen hin und her bewegen. Soll ich hier einschneiden? Lass mich mal her. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Kraft als ich. Ja, das wissen wir, der zähe Sau. Das ist wirklich eine zähe Sau. Willst du den Quer auch noch haben? Ja. Danke fürs Gespräch. Hab ich doch gesagt, ja. Oh. Also Leute, so eine hartnäckige Kruste oder Schwarte habe ich auch noch nicht gehabt. So, jetzt mache ich einfach hier noch einmal groß und fertig. Hey, das geht mir ja auf den Senkel. Nächstes Mal sagst du vorher Bescheid, da hol ich eine Säge aus dem Keller. Dankeschön, mein Schatz. Jetzt wird sie ein bisschen gesalzen. Also ich bin ja gespannt, wie du das machst, weil im Hintergrund steht ja schon die Kokotte. Ja. Möchtest du uns dazu gleich was sagen, im Schnellverfahren? Da wird der Krustenbraten halt ein bisschen angebraten. Ja. Wird es wieder rausgemacht, kommt das Gemüse dazu. Und dann wird es halt das Gemüse auch ein bisschen angeschmort. Und dann kommt der Braten wieder drauf und ein bisschen Flüssigkeit. Und dann kannst du den Backofen. Ah ja, okay. Ja. Gut. So. Hokus pokus. Hokus pokus. Klein geschnibbelt. Genau. Und jetzt machen wir den Krustenbraten in die Kokotte. Ja. Und tun es schön anbraten. Gut, dann gehen wir mit der Cam rüber. So, mein Engelchen. Cam läuft. Du weißt, wie sie an- und ausgeht. Ich verdrück mich jetzt. Mua. Viel Spaß. So, das Öl muss in der Kokotte erstmal warm werden und dann kommt der Krustenbraten rein. So, jetzt in die Kokotte. Und lassen Sie jetzt ein bisschen brutzeln. Und dann hole ich euch wieder dazu. So, der Krustenbraten ist an beiden Seiten schon angebraten. Jetzt kommt er wieder raus und kommt dann hier vorne in die Schüssel rein. Und jetzt kommt das Gemüse dazu. Das Gemüse wird jetzt auch ein bisschen angebrutzelt. Dann kommt die Brühe, Tomatenmark und die geschälten Tomaten. Das wird halt die Soße. So, das Gemüse ist ein bisschen angebrutzelt. Und jetzt machen wir die Tomatenmark dazu. Das auch ein bisschen anschmuggeln, schmuggeln. Dann mache ich jetzt die gehackten Tomaten dazu.
so nach und nach. Jetzt mache ich ein bisschen Brühe, ein bisschen Flüssigkeit, das auch mal ein bisschen aufkochen. Jetzt mache ich den Krustenbraten wieder drauf. So, hier ist ein bisschen Bratensaft. Kommt mit dazu. Und jetzt geht er für 3 Stunden in den Backofen. Ich jetzt gerade in diesem Augenblick beim Videoschneiden hock so dran. Seht die Pfälzis und so wieder vor diesem Schild und ihr habt es wieder nicht unterschrieben. Hier, wer mich besuchen kommt, unterschreiben. Und auch alle anderen, wo mich besuchen kommen, wo hier was machen. Alex, unterschreiben. Mhm. Also, denkt nächstes Mal selber dran, weil ich vergesse es immer wieder. Aber jetzt gehe ich wieder rüber zum Video weiterschneiden. Hey, was guckst du? Ja, ich gucke mal. Ach, guckst du mal? Ja, ich gucke nach der Kerntemperatur. Okay. Den Backofen hatte ich auf 200 gestellt. Okay. Wer hatte ich nämlich noch vergessen? Ui, der wird ja jetzt schon braun. Mhm. Machen wir kurz hier das Licht an. Bitteschön. Bisschen Mitte, nicht ganz durchstechen. Nee, so. Gut. 68. Ja, 69 knapp. Ja, er kann schon noch ein bisschen. Bisschen kann er noch, ja. Ja. Aber sieht richtig gut aus. Mhm. Wie geht's weiter? Zwischenzeitlich habe ich ein bisschen Brühe aufgegossen. Gut. Lecker, lecker, lecker. Dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ja, ja, da passe ich einmal nicht auf. Ah ja, okay, der kommt jetzt so nochmal in den Backofen. Nein, genau. Ich gehe mal davon aus, dass du Grillfunktion einschaltest. Mache ich jetzt gleich an. Und ja, dann noch bisschen die Kruste auf. Genau, aufpoppen Krusten lassen. Ja, genau. Genau. Wird das noch püriert oder? Das wird gleich nicht püriert, das wird gleich durch ein Sieb ein bisschen. Okay. So Leute, als kleine Zusatzbeilage gibt es auch noch einen grünen Spargel mit ein bisschen Bacon. Einfach ganz gemütlich in der Pfanne rausgebrutzelt. Ich schnippel hier jetzt bloß die hässlichen bösen Enden ab. Und ja, Spatzel bereitet gerade noch das Sößle soweit vor. Mit Mehlschwitze ein bisschen eindicken. Und ja, danach kann der Spargel dann schon in die Pfanne. Die Spätzle werden danach auch noch mal leicht angebrutzelt. Und dann können wir schon bald essen.
oben abschneiden. Zack, und ab sind sie. Tja. Also auch kein Hexenwerk. Einfach ein bisschen Butterschmalz in der Pfanne. Und dann können wir eigentlich auch komplett alles schon mit reinwuchten. Und ja, einfach ein bisschen schmoren und anbrutzeln lassen. Wenn die Pfanne mal denn heiß ist. Und mehr mache ich damit gar nicht. So, teilweise hat der Spargel schon schön Farbe angenommen und der Bacon auch. Und deswegen werde ich jetzt schnell den Bacon abfischen und den Spargel, der schon gut ist, heraustun, weil es sind ja auch noch dickere mit dabei. Ja, brauche ich ja, glaube ich, jetzt nichts weiter dazu zu sagen. Dann wäre der Spargel jetzt auch soweit fertig. Und dann hätten wir hier jetzt schön Spargel auf Baconbett. Fertig. Kann man dann nehmen, wie man möchte. Natürlich noch ein bisschen Salz drüber. Und hier in die Pfanne. Wuchten wir jetzt nochmal die Spätzle kurz rein. Tun die einmal kurz anrösten. Und dann sind die auch gut. Schön nochmal auflockern. Und dann kommen sie wieder in die Schüssel rein. Und dann brauchen wir bloß noch den Krustenbraten aufschneiden. Na, und der sieht doch jetzt mal richtig gut aus. Ja. Jetzt hätte ich fast hier hingelangt. Ja. Den Saft, der noch in der Schale war, noch unter die Spätzle. Tja, ich schneide es einfach auf. Oh, der ist sehr zart geworden. Geil. Lecker. Ja. Dann werde ich mir mal ein Tellerchen voll machen. Und Ebola, bin ich fertig. Jo. Was soll ich sagen? Ab in Hals, Cam auf mich im Hintergrund. Ja, wird noch gearbeitet. Haha. Fangen wir erstmal mit dem Spargel an. Ich habe jetzt kein Salz über den Spargel drüber. Schauen wir mal, wie er schmeckt. Spätzle mit der Soße. Es könnte nicht besser schmecken.
Und das Fleisch mit der Soße. Geil. Zu dem Fleisch nachher noch im Fazit was. Aber das ist mal verdammt zart. Und die Spätzle. Geil. Einfach nur geil. Selber gemacht. Und ja, ich könnte jetzt noch was dazu sagen, aber die schmeckt mir besser als die letzten Jahre. Gut, in dem Sinne, Leute, nachher nochmal Fazit. Komm ja, mit dazu. Dein Essen, dein Fazit. Ja, mein Essen hat mir sehr gut geschmeckt. Der war gut. Ja. Mein Essen hat dir sehr gut geschmeckt. Genau. Ja. Tja. Also Leute, ich persönlich fand es wirklich hervorragend. Mein Spargel war super spitzenmäßig mit dem Bacon drin. Bisschen Salz noch am Schluss drüber. Extrem lecker. Meine Spätzle waren hervorragend, einfach nur spitzenmäßig. Ja, und zu der Soße und der Fleisch muss die Manu was sagen. War sehr gut, das Fleisch war schön zart und die Kruste war auch ganz gut geworden und die Soße war auch astrein. Ey, die Soße war spitzenmäßig sogar. Das ist schön. Also das Essen war wirklich alles hervorragend. Ganz am Anfang habe ich mir ja gedacht, die hat bloß ein Salz an dem Braten und sonst kein Gewürz. Ja. Habe ich mir schon gedacht, wird das schmecken, aber durch das Zusammenspiel mit der Soße einfach nur geil. Einfach nur geil. Ich habe da halt ein bisschen Pfeffer reingemacht und ein bisschen Bratensoße und ein bisschen Sahne. Ja. Und das war's dann. Mehr habe ich nicht reingemacht. Top. Ich persönlich, sage ich dir jetzt so, hätte ja den Braten selber, also nicht oben die Kruste, sondern untenrum hätte ich noch schön gewürzt. Tja. Hätte ich persönlich gemacht. Ja, jeder macht's anders. Ja, halt. Aber war ja dein Essen heute. Richtig. Also Leute, alles rundum perfekt, lecker war's. Und ich bin vollgefressen und flappen jetzt aufs Sofa. Genau, machen wir. Tschaikowski, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo, ihr wisst Bescheid. Und ich genau. Bin weg.